Im Rahmen der heutigen Konferenz zu den Regionen mit Gesetzesbefugnis in Europa habe ich heute zu Gast den Herrn Professor Harry Kopitz, er ist Landtagspräsident von Wien. Herr Kopitz, aus der Wiener Perspektive, was bedeutet das Regionen, regionale Zusammenarbeit? Schönen guten Tag. Regionen werden in Europa immer wichtiger werden. Davon bin ich überzeugt, aber nicht nur ich, wie wir wissen. Denn je näher die Politik beim Bürger besteht und bleibt, umso eher gibt es auch eine Akzeptanz, nämlich auch eine Akzeptanz des europäischen Gedanken, der dort vermittelt werden kann in Regionen. Und die Zusammenarbeit der Regionen ist ganz, ganz wichtig, um Synergien herzustellen, um sich abzustimmen. Und ich denke, dass auch der Gedanke des Föderalismus, der schon langsam ja auch Einzug hält in die Überlegungen, ja auch gezeigt hat in den bundesstaatlichen Staaten, dass es funktioniert und sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt sind wir aber mitten in einer Krise, in einer sehr dauerhaften und sehr harten Krise. Wie ist denn da die Situation der Regionen? Wie ist das der Mehrwert, von dem man ja so oft spricht, der Regionen? Was können Regionen leisten, um diese Krise zu bewältigen, abzufedern, Gegenmaßnahmen zu steuern? Also wir sind ja noch lange nicht am Ende der Krise angelangt, befürchte ich. Und die Anstrengungen, die gemacht werden, allerorts in Europa, in der Europäischen Kommission oder im Europäischen Parlament, sind natürlich bekannt und auch werden ja auch getragen. Wobei natürlich die Umsetzung auch da in diesen Fragen gerade die Regionen ganz besonders gefordert sind. In Wien zum Beispiel sind 80% der Arbeitsplätze in Klein- und Mittelbetrieben. Also nicht in großen Konzernen. Und da ist es notwendig, auf die Struktur der Gegebenheiten letztendlich auch Rücksicht zu nehmen. Und darum ist ein Zusammenspiel all dieser Erkenntnisse ein ganz, ganz wichtiges Instrumentarium. Das kann man aber auch wieder nur an der örtlichen Ebene feststellen und erklären und auch erklären. Und dann ist natürlich eine Abstimmung vonnöten. Es ist dann letztendlich auch gerade die Regionen, die immer warnen, vor dem sogenannten Kaputtsparen, sondern dass gerade die Investitionen auch in den Bereichen, wo Wirtschaft entsteht, wo Wirtschaft gemacht wird, ganz, ganz notwendig ist. Jetzt haben Sie schon angesprochen, der Verteilungskampf sozusagen um die Mittel, die ja jetzt immer weniger werden oder sehr gering sind, wird natürlich in solchen Zeiten härter. Wie schaut denn da das Verhältnis zwischen den Regionen und dem Zentralstaat aus? Ist das noch schlechter, als es schon normalerweise ist, dieses Konkurrenzverhältnis zwischen regionalen Interessen und zentralstaatlichen Interessen? Und wenn ja, wie versucht man da auszugleichen? Oder welche Mechanismen gibt es da? Also vorweg möchte ich festhalten, es waren die Regionen, es waren die Bundesländer in Österreich, die die Republik geformt haben. Und das ist auch gut so und trägt ja auch unsere Verfassung. Der Stabilitätspakt, der europäische Stabilitätspakt, wieder getragen auch von der Republik. Und zwischen der Republik und den Ländern gibt es eine entsprechende Vereinbarung, die gut ist, die auch so geschnürt wurde, dass sie sowohl allen Anfordernissen und Notwendigkeiten gerecht wird. Und die Länder machen ihre Aufgabe sehr, sehr gut. Und ich denke, das ist auch der Weg für die Zukunft. Während dieser 3 Tage jetzt in Innsbruck war ein besonderes Thema auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Welche aktuellen Themen gibt es da von der Wiener Sicht aus gesehen? Wo liegen die Prioritäten? Also Wien hat immer schon Städtepartnerschaften gehabt, Kooperationen mit Städten, weil es ganz wichtig ist, auch die Zusammenarbeit zwischen den Städten, die Erfahrungen auszutauschen. Ein Credo von uns Wienern ist, dass man von vielen anderen auch lernen kann. Und genauso ist es auch umgekehrt. Und da gibt es wirklich viele Partnerschaften, die gut funktionieren, wo man sich austauscht, wo wir unsere Stärken und unsere Best-Practice-Aktivitäten auch präsentieren können. Aber ganz besonders liegt uns natürlich auch der Donauraum am Herzen, ist nicht von der Hand zu weisen, nachdem Wien ja entsprechend auch an der Donau liegt. Und da funktioniert sehr, sehr vieles und sehr, sehr gut. Und da gibt es tolle Programme und Zielsetzungen, die auch Schritt für Schritt umgesetzt werden.
aber natürlich auch die Vienna Region ist ein ganz wichtiger Anlass. Wir haben ja keine direkte Außengrenze als Wien, aber wir sind sehr nahe an den Grenzen von Tschechien oder der Slowakei oder Ungarn. Und auch da gibt es entsprechende Zusammenarbeit zwischen den Ländern, wo